Die Alltagsweine liegen mir immer ganz besonders am Herzen. Es ist wunderbar, extrem teure und spezielle Weine zu trinken. Und für gewisse Leute ist das auch ein Lebenselixier. Aber für viele, vor allem auch Normalverdiener, ist es sehr wichtig, einen tollen Wein zu haben, den man jeden Tag trinken kann, der gut ist und eben auch finessereich und nicht flach oder langweilig. Und da schaue ich immer ganz besonders darauf, dass wir eine sehr schöne Selektion haben. Und die meisten von diesen Alltagsweinen sind auch Spezialfüllungen für uns, wo wir noch mal ein bisschen dran geschraubt haben und meistens noch eine bessere Qualität rein verschnitten haben, um eine Qualität anzuheben. Der Grassel zum Beispiel, der Philipp Grassel, macht für uns schon seit langem eine Spezialfüllung. Die Basis ist sein normaler Zweigelt. Der wird aber mit sehr guten Wein von höheren Qualitäten getobt gewissermaßen. Also wir haben ein bisschen Merlot und haben noch ein bisschen Blaufränkisch drin, von sehr hoher Qualität. Und der Fassausbau ist viel länger. Und dadurch ist er deutlich komplexer und spannender wie seine normale Ausgabe. Es ist von dort her gesehen auch nicht verwunderlich, dass es unser beliebtester österreichischer Rotwein ist. Er ist sehr aufwendig gemacht. Und 2020 hat vielleicht einen der schönsten hervorgebracht, den er je gemacht hat. Es war etwas weniger heiß gewesen, wie im 19. Und die Weine sind sehr harmonisch und ausgeglichen und eine wunderschöne Frucht. Also der Zweigelt hat ganz besonders die Vegetationsperiode vom 20. geschätzt. Ein herrlicher Wein. Wunderbar, man kann ihn gut trinken, ist nicht schwer, hat aber trotzdem eine gute Konzentration, macht extrem viel Spass und ist eine super Alternative zu dem mediterranen Wein. Kann ich Ihnen wärmstens aufs Herz legen. Wo wir letzten Herbst bei ihm waren, haben wir natürlich das ganze Sortiment durchprobiert. Und sein bester Wein ist der Bärenreiser. Das ist seine Top-Lage. Und von der tut er nur die allerbesten Partien dann auch als Bärenreiser abfüllen. Und er hat uns so gut gefallen, dass ich ihn angefleht habe, dass er uns ein bisschen mehr gibt. Er hat uns dreimal mehr gegeben, was immer noch wenig ist, aber wir könnten so zuerst mal in ein grosses Angebot integrieren. Das ist ein absolut klasse Rotwein, tiefgründig, kräftig, würzig, sehr komplex, bereits recht zugänglich, wird natürlich noch besser die nächsten 1-2 Jahre, kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Ein toller Wein. Côte du Rhône ist für mich immer so ein bisschen der Inbegriff vom gehobenen Wein für jeden Tag. Die Weine sind generös, hauptsächlich vom Grenache geprägt, haben eine gewisse Wärme und Kraft und eben im besten Fall auch noch Finesse und Eleganz. Sehr lange Zeit haben wir den Domaine de la Rémejean gehabt, wo sehr ein gutes Produkt ist. Wir haben aber festgestellt, dass der Montfaucon seinen normalen Côte du Rhône immer mehr verbessert. Verwunderlich ist das nicht. Wie beim Baron Louis hat er sehr gute Lagen von alten Rebstöcken. Und was auch interessant ist, man kann seinen Côte du Rhône bereits sehr jung trinken, aber er reift auch extrem gut. Also wir haben 10-, 15-jährige Côte du Rhône bei ihm gehabt, die sich fantastisch entwickelt haben. Letztes Jahr haben wir zuerst mal den 18er angeboten und dieses Jahr haben wir den tollen 19er. Das ist eines der besten Jahre in der Rhone seit langem gewesen. Und wir haben zum Glück schon Anfang letztes Jahr reserviert, weil sonst hätten wir nichts bekommen. Der Wein ist im Nu weg gewesen. Eine gute Kraft ist bereits sehr zugänglich. Ich denke, er verbessert sich noch die nächsten 2 Jahre, aber man kann ihn, wie gesagt, bereits jetzt sehr schön trinken. Ein toller Wein für jeden Tag. Und wenn sie noch ein bisschen liegen lassen, wird er sogar noch mehr als das. Eine Rarität ist Cuvée Bimard vom Clos Bimard. Das ist der erste Jahrgang, den wir hier anbieten können. Das ist eine der besten Lagen aus dem Châteauneuf-du-Pape. Und 19, wie gesagt, ist ein grossartiges Jahr. Der Rodolphe hat im Guy d'Achet, das ist der wichtigste Weinführer in Frankreich, hat er damit die höchsten Noten bekommen und ist gerade noch zum Winzer vom Jahr gemacht worden. Und das ist eigentlich so das Corpus Delicti.
Und ich konnte rechtzeitig zuschlagen und konnte den grössten Teil von dem Globimann kaufen. Es ist ein wunderbarer Chateauneuf, üppig, muskulös, sehr würzig, intensiv, jetzt noch einiges zu jung, aber in 2-3 Jahren dürfte das eine super Flasche hergeben. Tolle Wein. Also wenn Sie ein bisschen Geduld haben und auf die Seite legen, dann haben Sie einen wunderbaren Chateauneuf. Alidis ist bei uns der Tinto extrem beliebt. Ein fantastischer Wein für jeden Tag. Den führen wir weiterhin. Der ist super schön. Aber als Abwechslung habe ich gedacht, wäre es mal interessant, einen Crianza zu haben. Mit der Crianza im 2019 hat mir extrem gut gefallen. Er ist höherwertiger. Er ist fast so gut wie eine Reserva bei anderen Produzenten. Und Fortunato hat uns ermöglicht, den Wein zu einem einigermaßen vernünftigen Preis einzukaufen, was uns erlaubt, ihn zu einem sehr attraktiven Preis weiterzugeben. Sie kommen hier sehr hochwertige Ribera del Duero über, der schon recht ambitiös ist, tiefgründiger, kalbvoller als der Tinto und wirklich Spass macht. Ein von unseren beliebtesten Italiener ist der Martano. Eine Spezialfüllung von La Caraia für uns. Oviedo liegt rund eine Autostunde von Montepulciano weg und es ist sehr nah bei der Toskana und entsprechend sind die Weine auch sehr ähnlich. Sie sind fast nicht von Toskana zu unterscheiden, außer eben im Preis. Umbrien ist weniger bekannt und preislich mühen die deutlich unten rein. Und wer gerne einen klassischen Toskaner trinkt, aber nicht allzu viel ausgeben dafür, ist hier bestens bedient. Es ist ein super schöner Sangiovese, der mit Montepulciano und Merlot ein bisschen verstärkt worden ist. Herrlicher Italiener für jeden Tag. Und der 20er ist wie der 19er sehr, sehr gut ausgefallen. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Im Süden von Frankreich gehört Olieu Romanis sicher zu den besten Weingütern. Wir haben in der Regel immer Cuvée de Prestige ausgewählt. Das ist der gehobenste Wein nach der Top-Cuvée, der dann mehr als doppelt kostet. Für uns hat der Wein das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben jetzt den 21er, der wunderbar ausgefallen ist. Ein harmonischer, bereits recht runder, würziger, schöner Languedoc. Er wird noch besser, wenn Sie ihn 1-2 Jahre liegen lassen, aber Sie können bereits sehr gut trinken. Preislich sehr interessant, übrigens auch biologisch mittlerweile zertifiziert. Dann sehr spannend als Tischwein und auch sonst von der Geschichte her, ist unsere Reserve Walser. Das ist quasi Spezialfüllung für die Freunde des Schriftstellers Robert Walser. Der Robert Walser hat ja gern einen einfachen, aber guten Wein gehabt. Und wir haben darum beschlossen, einen guten Wein auszuwählen, den wir in die Literflasche füllen können. Und die Literflasche hat uns einmal auch ermöglicht, das Mikrogramm im Faksimile abzudrucken von den Räuber. Wir bringen jedes Jahr eine andere Seite der Räuber bringen. Jetzt sind wir auf der dritten Seite. Die einzige Ausnahme, die wir haben müssen machen dieses Jahr ist, respektive letztes Jahr, wo wir ihn gefüllt haben, es hat keine Literflasche mehr gehabt. Im Moment ist es sehr schwierig, Verpackungsmaterial und Flaschen zu finden. Es hat nur Magnum gehabt und so haben wir ihn halt kurzerhand in Magnum abgefüllt. Er sieht schöner aus in der Magnum, aber es ist halt 1,5 Liter und nicht 1 Liter. Der Preis ist extrem attraktiv, also 7 Dezi kommt auf gut 11 Franken. Er ist ein bisschen rustikaler wie der Cuvée Prestige, aber ist ein warmer, generöser Südfranzose, den man also mit Hochgenuss auch trinken kann. Ich kann Ihnen den wärmstens empfehlen. Dank der Füllung in Magnum hebt er auch sicher noch
guten paar Jahren, ist aber auch bereits jetzt sehr zugänglich. Sehr gute Kraft und Würze ist natürlich ein bisschen rustikaler wie Cuvée Prestige. Wir haben sehr viele Anfragen immer noch für Wein zu winterlichen Käsegericht. Da passen natürlich meines Erachtens Chasselas fantastisch dazu. Wir haben zwei, den Ardent und den Yvonne, was lustigerweise auch sehr, sehr gut dazu passt. Darum haben wir ihn auch gebracht. Ist unsere Spezialfüllung von Manfred Tement, der mineralische, fruchtige Sauvignon Blanc. Wir sind überrascht gewesen und wir haben noch ein bisschen an Lager. Darum bieten wir den auch an. Also wenn Sie Freude haben an einem frischen Sauvignon Blanc, der hebt auch noch gut ein paar Jährchen, und den auch noch wollen zu Käsegericht kombinieren, kann ich Ihnen das wärmstens empfehlen. Er besitzt eine gute Kraft, ist aber nicht wuchtig, ist frisch und schön mineralisch, vermählt sich perfekt, auch mit Käsegericht. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen.